Hallo und herzlich willkommen. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wir sind wieder bei Ace Attorney Trilogy. Game 1, Fall 5. Und nochmal, liebes Internet, den Fall, den es ja eigentlich nicht gibt, ne? Edge. So. So, dann wollen wir mal hier raus. Nein. So viel raus wollten wir auch nicht. Wir wollten uns bewegen. Denn ich vermute, es gibt jetzt das Polizeirevier. Richtig. Polizei. 22. Februar, Polizeirevier, Eingang. Ach, das Maskottchen, das kenne ich noch. Das gibt's ja. Spielt das in der Folge eine Rolle? Oder? Auf jeden Fall den, was ist der, Badger, glaube ich. Auf jeden Fall irgendwo spielt ja auch nochmal eine Rolle. Uff, endlich sind wir da. Warum bringen Sie die Inspektoren so weit weg von der Staatsanwaltschaft unter? Wir brauchen fast 30 Minuten mit dem Taxi. Und der Verkehr war nicht mal so stark. Ich bin übrigens zum ersten Mal in einem Polizeirevier. Hä? Sie? Moment, was ist das? Seltsam. Warum regt sie das so auf? Moment, ich weiß es. Das ist der Blue Badger. Sie versuchen, ihn zum Polizeimaskottchen zu machen. Wow, Herr Wright. Sie wissen viel über das Polizeirevier. Trotzdem, er kam mir irgendwie bekannt vor. Vergiss den Blue Badger. Wer ist das neben ihm? Jemand scheint mit dem Blue Badger zu tanzen. Oh, er hat mich bemerkt. Er kommt wirklich schnell hergerannt. Hey, Junge! Was machen Sie denn hier? Das ist mein Spruch, Inspektor Gumshoe. Vor allem, warum haben Sie da drüben getanzt? Was? Ja. Zumindest ist er nicht beschäftigt. Das ist unsere Chance auf Informationen. Hey, Sie müssen wissen, ich bin ein schwer beschäftigter Junge. Auf geht's. Ich gebe Ihnen noch einen Tipp, Junge. Sie sollten die Verteidigung in diesem Fall besser nicht übernehmen. Warum nicht? Ha? Tja, die Generalstaatsanwältin hat das Verbrechen gestanden. Sie sagte, sie hat den Inspektor in ihr Büro gestellt und ihn getötet. Aber was, wenn sie nicht die Wahrheit sagt? Ja nun, nein. Komm schon, Kleine. Es gibt jede Menge Beweise gegen sie. Aber was, wenn diese Beweise gefälscht waren? Hey Junge, kann ich Sie einen Moment sprechen? Mich? Warum ist das kleine Mädchen so gereizt? Sie ist eine Verwandte der Angeklagten. Lana Skys Schwester. Was? Ist die kleine Schwester der Generalstaatsanwältin? Bitte untersuchen Sie den Fall sehr sorgfältig, okay? Wissenschaftlich. Jawohl, apropos. Wir sollten vielleicht etwas leiser sprechen. Man sollte sie nicht Worte wie gefälscht sagen hören. Es ist nur, das ist heutzutage ein heikles Thema. Also, was machen Sie hier, Inspektor Gumshoe? Ich? Ja, nichts genau genommen. Sie haben mich aus der Kriminalabteilung gescheucht. Inspektor Gumshoe, was haben Sie jetzt wieder angestellt? Was soll das heißen jetzt wieder? Also, was ist passiert? Ich weiß, dass im Moment viel zu tun ist. Ich meine, mit dem Fall meiner Schwester und allem. Das ist wahr. Bisher hat noch nie ein Generalstaatsanwältin jemanden ermordet. Nur die hochrangigsten Leute lässt man im Moment an die Kriminalabteilung rein. Der hinterste Rang da drin ist unser Oberinspektor. Die lassen keinen von uns einfach einen Inspektor in meiner Reihe. Kein Inspektor? Ich weiß, dieser Fall ist wichtig, aber das ist schon etwas seltsam. Naja, auf jeden Fall dachte ich, ich beende dann heute die Arbeit am Blue Badger. Gibt es nichts anderes zu tun? Der Polizeichef selbst leitet diese Untersuchung, Kleine. Und Wachtmeister Marshall wurde in die Tiefgarage geschickt. Wachtmeister Marshall? Wenn ich darüber nachdenke, scheint es mir, als kannte Emma diesen Marshall. Ein Streifenpolizist, der seine Tatortermittlungen leitet. Ja, eine Tatortermittlung, das gab es noch nie, Junge.
zu sagen? Ah, Inspektor Ganschel, was können Sie mir hierzu sagen? Hä? Herr Junge, das ist ein Polizeiausweis. Den können Sie nicht einfach behalten, den müssen Sie der Polizei geben. Leute, wie sieht sie mich immer in diesen Ärger hinein? Was bedeutet, dass Inspektor Gumshoe seinen Ausweis oft verliert? Schauen wir mal. Bruce Goodman. Goodman? Klingt vertraut. Nee, mein Fehler. Aber haben Sie nicht mit ihm in der Kriminalabteilung gearbeitet? Wow, jetzt erinnere mich. Bruce Goodman, erstes Opfer. Das dachte ich mir. Was können Sie uns sonst noch erzählen, Inspektor Gumshoe? Gucken, erzählt er was Neues? Erzählt er. So, mal gucken. Man fand in Ihnen Herrn Edward Skagen, erstochen mit diesem Messer. Was hat Generalstaatsanwältin Sky zu so etwas getrieben? Moment, ich meinte nicht, ich meine natürlich, dass jemand anderes es in Wirklichkeit getan hat. Jemand, der einen Groll gegen Edgeworth fegt. Der Wagen und das Messer wirken etwas zu konstruieren, um einen Zufall zu zeigen. Armer Herr Edgeworth, was könnte passiert sein? Wir müssen noch etwas mehr darüber herausfinden, was da mit Edgeworth vor sich geht. Hey, das ist es! Das ist die Trophäe des Königs der Staatsanwälte, die Edgeworth gestern bekam. Waren Sie bei der Verleihung Inspektor Gumshoe? Natürlich, Junge! Ich habe selbst einen Preis für Fleiß bekommen. Glückwunsch. Ich frage mich, warum der Preis ein Schild ist. Und warum ist er zerbrochen? Oh, es gibt einen Grund. Sage Ihnen später welchen. Augenscheinlich hat er ihn vergessen. Ah, ich war stolz auf Herrn Edgeworth, dass er den Preis gewonnen hat. Es gibt sogar Logger bei der Staatsanwaltschaft, die ihn nicht leiden können. Ja, wir haben die Gerüchte gehört. Man fand ihn in Herrn Edgeworths Wagen, erstochen mit diesem Messer. Ach so, genau, das ist das wiederholt er damit. Okay, alles klar. Das ist okay, also... Also, dieser Ausweis gehörte dem Opfer? Er war Inspektor, genau wie ich. Inspektor Bruce Goodman. Hm. Finden Sie das nicht auch seltsam? Ich meine, warum lag der Ausweis des Opfers auf dem Boden, wo wir ihn fanden? Nun, Inspektor Goodman sollte gestern im Revier sein. Es gab einen Transfer von Beweismitteln für einen Fall von vor 2 Jahren. Beweismitteltransfer? Herr Edgeworth hat das ebenfalls erwähnt. Aber Inspektor Goodman wurde beim Büro der Staatsanwaltschaft getötet. Ja, das ist die Sache. Schwer zu sagen, aber das heißt, dass die Generalstaatsanwältin ihn in die Treppgarage bestellt hat. Und Lana hat zumindest das gestanden. Er sitzt wieder mal in der Klemme. Wieder mal? Nun, es fing einen Mord an diesem Strafverteidiger an. Hammond. Aber Edgeworth würde für unschuldig befunden. Hör zu, Kleine. Es gab immer schon Gerüchte über Edgeworth. Fälschte Beweise, Absprachen mit Zeugen. Nichts Handfestes, aber immer diese geflüchteten Gerüchte. Aber seit man ihm einen Mord vorwarf, flüstert keiner mehr. Sie schreien. Aber es gibt keine Beweise gegen ihn. Nun, Herr Edgeworth hatte immer schon gute Kontakte zu den oberen Etagen. Es ist natürlich nur natürlich, dass die Leute misstrauisch werden. Ich hatte keine Ahnung, dass er so unter Beschuss steht. Wie dem auch sei, sein neuer Fall hat für neue Gerüchte gesorgt. Leute sagen, dass er den Fall nur aus einem Grund übernommen hat, weil er selbst den Posten des Generalstaatsanwalts haben will. Was? Aber ich kenne die Wahrheit, Junge. Niemand wollte derjenige sein, der die Generalstaatsanwältin einbuchtet. Herr Edgeworth nimmt den schwarzen Peter entgegen. Für uns alle tut er das. So, auch das haben wir wieder.
So. Das haben wir durch. So. Gibt's was Neues? Du hast nichts mehr Neues, ne? Sagst du da irgendwas? Okay, das ist Quatsch. Zeit. So. Gibt's da was Neues? Nein. Das haben wir alles schon durch. Okay. Da ist er auch nicht mehr da. So. Gucken, gibt es denn irgendwas bei dem Zettel? Miles Edgeworth, 17:12 Uhr. Das Datum ist der Tag des Verbrechens. Der Mord geschah in 3 Minuten, nachdem Edgeworth sein Auto geparkt hatte. Hätte er auf dem Weg nur ein paar rote Ampeln gehabt, wäre er überhaupt nicht in diese Affäre hineingezogen worden. Vielleicht. Man weiß eben nie, was passiert, wenn man bei Gelb noch rüberhuscht. Das war super sinnvoll. Toll. Ja. Aha. Auf den Silver ist Verlass. Ab zum Blue Badger. Okay. Okay, dann können wir hier nochmal alles untersuchen. Okay. Die üblichen Fahndungsposter hängen hier an der Pinnwand. Kennen Sie dieses Gesicht? Wenn ja, wählen Sie 911. Bei uns eben dann 110. Wissen Sie, Wright, das ist irgendwie komisch. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so aussah wie die Leute auf den Fotos. Sie sehen kaum menschlich aus. Da hat sie recht. Da ist die Polizei. Ich werde immer so aufgeregt, wenn ich in ein Polizeirevier komme. Warum? Es fühlt sich an, als wäre ich in einen Film hineingesprungen. Hä? Sie wissen schon, all die Polizisten und Kriminelle. Nun ja, ich weiß nicht, ob das wirklich aufregend ist. Sicher ist es das. Schauen sich die beiden Polizisten dort drüben an. Sie sprechen wahrscheinlich gerade über ihre letzte Festnahme. Seltsam. Ich dachte, sie reden über das Wetter. Banner hier kündigt das Straßenfest der Verbrechensbekämpfer an. Fest der Verbrechensbekämpfer? Fesseln Sie einen mit Handschellen ans Karussell? Vielleicht haben Sie solche Schießstände, an denen man Wahrheitsserum gewinnt. Ich glaube nicht, dass Wahrheitsserum als Preis ausgeben. Dass Sie Wahrheitsserum als Preis ausgeben. Welche Familie würde davon keine Flasche haben wollen? Sehr gut für Verhöre geeignet. Die meisten Familien, die ich kenne, führen keine regelmäßigen Verhöre durch. Herr Wright, wissen Sie, warum Streifenwagen schwarz-weiß angemalt werden? Keine Ahnung, warum? Nun, ich denke, Sie sind Panda-Bären nachempfunden. Panda-Bären. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beweis dafür. Es ist nur eine Theorie. Darf ich fragen, wie du auf diese Theorie gekommen bist? Das war auf einem Schulausflug. Da sah ich einen Streifenwagen. Wir waren gerade im Zoo, wissen Sie? Was ist mit Zebras? Oder gibt es die in deinem Zoo nicht? Sieh mal, der Polizist salutiert vor dem anderen. Muss ein Inspektor sein. Und dann sagte ich, hey, wenn du das machst,
Wird deine Suppe noch kalt, Kumpel? Das ist lustig. Ich hab so doll gelacht, dass mir die Tränen kamen. Schätze, er hat nicht salutiert, sondern sich die Tränen weggewischt. Die beiden sind ein gutes Paar. Die Inspektoren da drin sehen sehr beschäftigt aus. Stellen Sie sich das jetzt mal vor, genau jetzt, hinter diesen Türen, findet ein Polizeidrama statt. Irgendwie können mich diese Gedanken nicht begeistern. Ah, ich habe mich gefragt, ob... Was, der tanzende Blue Badger? Das ist mein Meisterstück. Sie haben ihn gemacht, Inspektor Gumshoe? Der Chef hat einen Design entwickelt und ich hab's angefertigt, Junge. Schöne Arbeit. Er ist batteriebetrieben und kann überall hingehen. Es gibt keinen Schalter. Darum tanzt und tanzt er einfach, bis die Batterie leer ist. Armer Blue Badger, gezwungen zu sein, zu tanzen, bis er umfällt. Und das ist alles, was ich darüber weiß. Ich bin dem Fall nicht offiziell zugeteilt, wissen Sie? Danke. Warum sind Sie dem Fall nicht zugeteilt, Inspektor Gumshoe? Wir haben den Kerl getroffen, der... Wie war sein Name? Der Kerl in der Parkgarage. Das wird Wachtmeister Marshall gewesen sein. Er wurde direkt vom Polizeichef bestellt. Wachtmeister Marshall. Ist der so eine Art Wildwest-Sheriff oder so? Nein. Jack Marshall ist nur ein normaler Wachtmeister. Aus dem Westen von Los Angeles. Natürlich ist er aus dem Westen von Los Angeles. Ja. Vor einem Moment war ich nicht sicher. Pass auf, Junge. Ich will versuchen, Ihnen die Sache etwas leichter zu machen. Zeigen Sie ihm das hier und Sie lassen sie in den Tatort untersuchen. Vielleicht. Okay. Ich wäre überrascht, wenn das uns irgendwie helfen würde. Tun Sie es einfach so, als würden Sie dorthin gehören und keiner kriegt etwas spitz. So, das haben wir. Das wiederholt sich anscheinend. Okay. Zack. So, jetzt ist es auch erledigt. Okay. Gibt es was Neues bei Ihnen? Nein. So. Dann würde ich sagen, machen wir das dann noch. Es gibt was Neues. Geil. 22. Februar, Büro der Staatsanwaltschaft, Tiefgarage. Die Ermittlungen geht wohl immer noch weiter. Ich muss zurück zu meinem Geschäft. Tut mir leid, scheint so, als würde ich bis heute Nacht in dieser Grube bleiben. Ich sehe dich heute Nacht in meinen Träumen, Baby. Oh, immer noch hier? Hallo? Warum der überraschte Gesichtsausdruck? Habe ich vergessen, es zu erwähnen? Ich habe auch einen Freund in der Kriminalabteilung. Was ist mit dem Wachmann passiert? Hey, was ist los, Bambina? Sehen aus wie ein Schäferhund, der seine Herde verloren hat. Jack Marshall. Ein seltsamer Typ, um ihn eine Tatortermittlung zu beantworten. Wir können mit ihm labern, endlich! Ich wollte Sie noch etwas fragen. Der wird mir wahrscheinlich jetzt erstmal grundsätzlich ohne den Zettel wahrscheinlich gar nichts beantworten. Der Tatort. Ein kaltes Grab für Männer, die ihre Träume verloren haben. Und ich wache über sie, wenn sie schlafen, träumend von dem Recht der Wüste. Er schläft? Nun, sollten wir diesem hoffnungslosen Fall etwas zeigen, das ihn interessiert? Ich wollte Sie noch etwas fragen. Ja, genau. Da passiert nämlich gar nichts. Das dachte ich mir. Das habe ich völlig erwartet. Hey, sehen Sie? Es scheint etwas gelöscht worden zu sein. Vielleicht ein Brief oder etwas für Inspektor Gumshoe. Halten Sie. Jahresbonus 20 Dollar. Ich glaube, es fehlen ein paar Nullen. Nein, das scheint zu stimmen. Zumindest im Fall dieses Inspektors.
sollte wohl meine Karriere als Ermittler überdenken. Okay, der war witzig. Was ich hab für dich. Würden Sie das bitte einmal lesen? Was ist das? Ich warne Sie, Fanbriefe landen bei mir direkt im Spucknapf. Es ist eine Empfehlung von Inspektor Gumshoe. Dürfen wir jetzt ermitteln? Gumshoe? Ah, der alte Schäferhund. Veranstaltet er eine Vampirjagd oder so? Hä? Sehen Sie. Wo stehen sollte Empfehlung? Steht Einfehlung. ich glaube, er hat sich nur verschrieben. Großartig, Inspektor Gumshoe. Ich schulde Ihnen was. Keine Sorge, das beweist besser als ein Bluttest, dass dies von Gumshoe stammt. Ich lasse euch dann wohl besser durch. Danke, Wachtmeister Marshall. Wachtmeister Marshall ist kein Inspektor, er ist ein Streifenpolizist. Das erinnert mich daran an etwas. Das ist seltsam. Sollte ein Tatort nicht vor einem Inspektor oder Höherem überwacht werden? Ja, Leute. Die Beweise rufen. Willkommen in unserer Goldmine. Fühlt euch wie die Siedler. Zieht in ein unbekanntes Gebiet. Bestimmt euer Schicksal. Lasst ein Volksfest veranstalten. Memo und mich, Entwicklungen sind, als würde man ein neues Leben besiedeln. Ein neues Land besiedeln. Nun, Herr Wright, was sagen Sie? Ich sage, dass ich es nicht mehr brauchen werde. Inspektor Gumshoes Empfehlung zerknittert und weggeworfen. So. Dann können wir doch dahin, wo wir hinwollen. Und auf geht's! So, da haben wir doch schon was. Sieht aus wie ein Handy. Die Wissenschaft der Analyse würde nahelegen, dass es dem Opfer gehörte. Mir fällt sonst niemand ein, dem es gehören könnte. Was ist daran so wissenschaftlich? Sollen wir es überprüfen? Natürlich. Richtig, überprüfen wir es. Jetzt kommen Fingerabdrücke. Ja, machen wir das Ding nur erstmal an. Der Bildschirm zeigt immer noch das Wahlwiederholungsmenü. Wahlwiederholung? Herr Wright, die meisten Telefone haben einen Sprecher, einen Speicher für die aus- und eingehenden Anrufe. Haben, glaube ich, eigentlich alle. Man drückt einfach den blauen Knopf, um die letzte Nummer erneut zu wählen. Faktisch, nicht wahr? Ich bin verblüfft, dass Sie nichts davon wussten. Tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber selbst ich kenne diese Wahlwiederholung. Hä? Oh, tut mir leid. Man kann eben bei Leuten aus ihrer Generation nie wissen. Wie auch immer, überprüfen wir das Telefon. Na komm. Drückst du den Button oder nicht? Ja. Also doch. Ich frage mich, wen der Besitzer des Telefons zuletzt angerufen hat. Memo an mich, ein Verteidiger, der nicht zuerst nachdenkt, er drückt einfach. Steel Samurai Klingelton, natürlich. Hey, dieses Lied kenn... Hey, dieses Lied kenne ich. Hey, was machen Sie da drüben? Oh, Entschuldigung. Ich sehe Sie, Partner. Sie haben mir Wahlwiederholung an diesem Handy gedrückt, nicht wahr? Nun ja. Wessen Telefon ist das denn? Es lag auf dem Boden dort drüben. Ihr hört es? Das gehört Generalstaatsanwältin Sky. Was? Es gehört meiner Schwester? Sie hat es augenscheinlich fallen lassen, als man sie nach dem Verbrechen festnahm. Sehen Sie? Der letzte Anruf wurde direkt nach dem Mord gemacht. Sie wollte wohl jemanden anrufen. Aber sie sprach dann nur für ein paar Sekunden, der Anzeige zu folgen. Wen hat sie angerufen? Keine Ahnung. Tut mir leid, Partner.
Ich habe eine Frage an Sie, Partner. Ich habe gerade ein Telefon klingeln hören. Einer dieser modernen Lead-Klingeltöne. Oh, das, tut mir leid, das war mein Telefon. Was? Ihr Telefon? Ja, ist irgendwie seltsam, aber... Jemand rief mich an, als wir das andere Telefon aufhoben. Falsch verbunden. Ich hoffe, Sie lügen mich nicht an. Dafür wird man in Texas erschossen, Partner. Dafür, dass er aus Los Angeles kommt. Oh, ich habe die Rache des Lone Star-Polizisten auf mich gezogen. Jetzt aber mal ganz doof. Für Doofe. Das heißt, wir haben uns angerufen? Keinen Grund, da nochmal drauf zu drücken. Was ist los? Sie sehen aus wie beim Abschlussexamen. Ach, nichts. Es ist nichts. Das weiß ich nicht, ob da nichts ist. Das war doch jetzt unser Telefon, oder bin ich doof? Das war jetzt nicht unbedingt sinnvoll erklärt, aber... So. Block A. Dieser Bereich ist Staatsanwälten vorbehalten. Strafverteidiger werden nach Block B verbannt. Ich träume von dem Tag, an dem ich meinen Wagen hier parken kann. Ich werde dann zu Block B hinübergehen, um meine Hamburger bei Ihnen zu kaufen. Ich habe nicht vor, so bald meine Arbeit aufzugeben. Okay, das interessiert uns nicht. Das ist die Leiche. Das Seil, ist es? Ja. Sie haben die Umrisse der Leiche des Opfers damit nachgestellt. Das Opfer muss also vom Kofferraumdeckel erschlagen worden sein. Du bist sicher die einzige Person, die auf so einen Schluss kommen würde. Ja, hier ist nichts. Das Auto wissen wir jetzt auch schon. Was ist das? Sieht aus wie eine Notiz. Sehen Sie, da ist etwas draufgeschrieben. Du hast recht. Sehen wir mal. 6-7S20-12. Darüber ist der Name auf das Papier gedruckt. Goodman. Vielleicht fiel es ihm aus der Tasche, als er ermordet wurde. Nun also, was bedeutet das, Herr Wright? Woher soll ich das wissen? Nehmen wir nicht. Für deduktive Schlüsse gehe zu Edgeworth, nicht zu Wright. Ich bin sicher, dass auch Edgeworth nicht wüsste, was das heißt. Das weißt du nicht. Vielleicht weiß er das. Ich weiß es auch noch nicht. So, das ist das Auto. Das scheint der Wagen zu sein, in dem man die Leiche fand. Sieht aus, als habe man das Schloss des Kofferraums aufgebrochen. Das Verbrechen fand in der Tiefgarage des Büros der Staatsanwaltschaft statt. Der Körper wurde im Kofferraum meines Untergebenen gefunden. Ja. Ziemlich Luxusschlitten. Er schreit förmlich nach, ich habe zu viel Geld. Ja, Staatsanwälte verdienen ordentlich. Da nichts mehr. Dort drüben ist Block B. Dort befinden sich die Besucherparkplätze. Ich kann den Lunchland-Wagen dort drüben sehen. So weit entfernt. Hey, du hast recht. Ich mag das niedrige Design der Tür. Ich sehe sie. Eine Cartoon-Kuh, die auf einem saftigen Steak herumkaut. Kommt Ihnen das nicht ein bisschen makaber vor? Denkt nur nicht zu gründlich darüber nach. Dann ist alles gut. So. Ich glaube, dann haben wir ja alles, ne? Haben wir das abgearbeitet? Nochmal. Den können wir nicht drehen. Okay, das ist der erste Gegenstand, den wir nicht drehen können.
Ah, jetzt können wir was erzählen. Wachtmeister Marshall, können Sie uns mehr zum Opfer erzählen? Die Guten sterben jung. Denkt daran, Partner. Könnten Sie etwas konkreter werden? Bruce Goodman, er war Inspektor, richtig? Na, na, na. Du bist ja mal ein eifriges Hündchen. Inspektor Goodman wurde um 17.15 Uhr hier erstochen. Die lächelnde Madonna hat es mir erzählt. Ich glaube, er meint die Zeugin Frau Angel Starr. Ein Stich in die Brust, gute Arbeit. Das hier der Autopsiebericht. Schön, machen wir was Neues. Hatte meine Schwester irgendetwas mit dem Opfer zu schaffen? Interessant, dass Sie das fragen, Bambina. Die Granatstadtin und Inspektor Goodman hatten gar nichts gemein. Nichts gemein? Sie haben offensichtlich vor ein paar Jahren zusammen an einem Fall gearbeitet. Also gibt es kein Motiv. Goodman war kein sonderlich begabter Inspektor. Das ist einer der Gründe, warum ich viel mit der Generalstaatsanwältin machte. Aber meine Schwester hat das Opfer am Mordtag hierher bestellt, oder? Hier, in diese Parkgarage. So scheint es. Als hätte man einen unbewaffneten Mann zu einem Duell am Mittag gerufen. Das soll keine Beleidigung sein, aber... Wachtmeister Marshall, Sie sind ein Streifenpolizist, richtig? Kein Inspektor. Wollen Sie mich herausfordern? Dafür erschießt man Leute in Texas. Hä? Ich war bis vor 2 Jahren ein Inspektor, um die Wahrheit zu sagen. Ach, wirklich? Das sagt er mir jetzt. Aber Sie sind jetzt wieder Streifenpolizist. Wir können Sie also Ermittlungen leiten. Ihnen geht gar nichts, was, Bambina? Also, warum leiten Sie die Ermittlungen? Nur so. Wir haben zu wenig Leute im Moment. So lange halte ich die Augen offen. Es ist dennoch seltsam. Inspektor Gamschow sagte, er hätte nichts zu tun. Nichts Wichtiges zumindest. Er ist ein alter Schäferhund, der seinen eigenen Schwanz nicht findet. Vielleicht, weil er mit diesem Edgeworth rumhängt, ha? Huh? Edgeworth? Der Schäferhund läuft nicht mehr mit diesem Viehtrieb. Befehl des Polizeichefs. Er weiß es noch nicht. Inspektor Gamschow wurde aus den Ermittlungen geworfen. Also gibt es keine Verbindung zwischen meiner Schwester und Inspektor Goodman. Das ist richtig, aber es gibt eine ganze Goldmine voller Beweise gegen sie. Und der Staatsanwalt morgen ist niemand anders als Edgeworth selbst. Ich befürchte, das Schicksal ihrer Schwester ist besiegelt. Mein Beileid. Wachtmeister Marshall. Ja, Bambina. Wie können Sie so etwas sagen? Sie und meine Schwester, Sie waren... Gibt es da etwas zwischen dem Bullen und Ihrer Schwester, das ich wissen sollte? Tut mir leid, Bambina. Etwas muss mich aufgestachelt haben. Vielleicht ist es der trockene Wind, der durch die Staatsanwaltschaft weht. Trockener Wind oder böse Absicht? Jemand plant hier etwas, aber wer? Verdächtigungen über Herrn Edgeworth machen nun schon seit 2 Jahren die Runde. Fälschte Beweise, abgesprochene Zeugen was sagen, also was. Er war unschlagbar, weil er alles tat, was nötig war, um zu gewinnen. Das heißt unschlagbar, bis er sie traf. Aber Gerüchte sind nur Gerüchte, nicht wahr. Wir sprechen hier von Staatsanwälten. Beweise sind alles für diese Leute. Folgt man den Gerichten der Edgeworth zu ihrer Quelle? Finde mal eine Person. Aber diese Person ist außer Reichweite. Unberührbar, könnte man sagen. Eine Person? Wen? Bambina, ihre Schwester. Generalstaatsanwältin Sky. Was? Meine Schwester? Edgeworth konnte die Herde nicht allein hüten. Einige Leute laden ihre Waffen mit Kugeln, andere laden sie mit Absprachen. Was? Sie sagen, Edgeworth hat Absprachen getroffen, um Verfahren zu gewinnen? Wo man Schüsse hört, wird man auch Kugeln finden. Das sagen die Altvordern. Es gibt ein dickes Geheimnis hier irgendwo. Das weiß jeder. Wurde Inspektor Gamschow deshalb von dem Fall abgezogen? Haben Sie von ihm abgesehen, weil er Edgeworth am nächsten war? Also, wie weit sind wir, Herr Wright? Ich schätze, wir haben ein paar Hinweise. Ein Autopsiebericht, eine Nachricht von einem Opfer und ein Handy. Also denken Sie, alles wird gut? Nun, das Einzige, was mich noch stört, ist, dass Lana das Verbrechen gestanden hat.
Sie sagt, sie habe es getan. Kein Problem. Ich kann schwören, dass sie nicht die Verbrecherin ist. Ach, und apropos Emma. Ja? Ich kenne das Lied, das dein Telefon spielt, wenn es klingelt. Was? Also sie hat die Schwester angerufen, danke. Jetzt verstehe ich den Gag, auch weil das hätte ja nicht gepasst. Das ist der Titelsong des Steel Samurai, nicht wahr? Die populäre TV-Serie für Kinder. Das Telefon, das gerade geläutet hat, war deins, nicht meins. Um 17.18 Uhr, direkt nachdem der Mord passiert war. Deine Schwester hat dich angerufen, oder nicht, Emma? Es tut mir leid. Verrätst du mir, worüber ihr gesprochen habt? Ich... sehr gleich wieder aufgelegt. Ich verstehe. Ein Inspektor wurde ermordet und die Verdächtige ist die Generalstaatsanwältin. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. So, als ob ich immer noch nicht alles weiß, was hier passiert ist. Ja, wir auch nicht, deswegen geht's da weiter. Wunderbar, hier einen Cut zu machen, das ist schön. Das ist schön. Schön. Speichern. So. Ja, speichern. Der Prozesstag. So, und hier gibt's einen bösen Cut. Und da geht's dann beim nächsten Mal weiter. Ich bin euer Mr. Venom 1970. Hackt wilde Spekulationen in die Kommentare. Und dann geht's wieder weiter. Bis dann. Tschüss.